Julia Hochmuth, Sportschützin, Studentin. Ihr Verein SGI Ludwigsburg, seit 2010 für Deutschland. Ihr Ziel Olympia. Zu meiner Ausrüstung gehören die Luftpistole, mit der ich schieße. Spezielle Schießschuhe, die eine sehr gerade und stabile Sohle haben für einen festen Stand. Eine spezielle Schießbrille, die das linke Auge abdeckt, weil nur mit dem rechten Auge gezielt wird und Seitenblenden hat, um auch das Seitenlicht auszublenden. Eine Kappe, um das Licht von oben abzublenden und der Gehörschutz, um den Ton zu minimieren. Meine Luftpistole hat einen anatomisch angepassten Griff, speziell auf meine Hand, damit es optimal passt. Und wir schießen mit Pressluftkartuschen, das heißt, diese Kartusche hier ist mit Pressluft gefüllt. Und das kann man hier vorne an diesem Barometer ablesen, wie voll die ist. Faszinierend finde ich, dass man absolute Konzentration braucht, um einen perfekten Schuss abzugeben und das immer und immer wieder kontinuierlich zu wiederholen und die absolute Körperspannung in Einklang zu bringen mit dem Sportgerät und das eben immer und immer wieder. Konzentration und Zielstrebigkeit sind nicht nur am Schießstand gefragt. Auch bei Ihrem Studium am Institut für Sportwissenschaft helfen diese Qualitäten. Ihr Bachelorstudium im Bereich Sportmanagement hat sie schon erfolgreich abgeschlossen. Für ihr Ziel Olympia und die damit verbundene Qualifikation stellt die 23-Jährige ihr Masterstudium in Wirtschaftswissenschaft gerne hinten an. Also die Vorbereitungen laufen seit gut 10 Monaten jetzt kontinuierlich. In ein paar Tagen ist es soweit, dass die Quali dann auch endlich mal losgeht. Ich trainiere täglich im Moment, was das Studium in dem Fall jetzt mal ein bisschen zurückstellt an zweite Stelle, um eben den großen Traum Olympia tatsächlich zu verwirklichen. Es bedarf einfach einer guten Planung, einem Jahresplan, einem Wochenplan, einem Tagesplan, teilweise der stundengenau geplant ist, um eben Studium und Sport unter einen Hut zu bringen. Am Institut für Sportwissenschaft ist die akademische Oberrätin Dr. Verena Burg für die Betreuung der Spitzensportler verantwortlich und ist damit erste Ansprechpartnerin für Julia Hochmuth. Ich stehe in relativ engem Kontakt zu ihr. Das liegt auch daran, dass sie früher Hilfskraft bei uns im Arbeitsbereich war. Und ich unterstütze sie gemeinsam jetzt mit dem Olympiastützpunkt Stuttgart auch jetzt im Vorfeld der Qualifikation. Also die Studierenden haben die Möglichkeit, Prüfungstermine zum Beispiel zu verschieben. Wir sind sehr flexibel mit den Anwesenheitszeiten. Die Studierenden können hier kostenlos im Kraftraum des Instituts für Sportwissenschaft studieren. Sie haben die Möglichkeit, Urlaubssemester zu nehmen. Und darüber hinaus sind wir auch behilflich, wenn es um Wohnheimplätze geht. Also ich habe wahnsinnig viel Unterstützung von der Uni Tübingen, die in Kooperation mit dem Olympiastützpunkt in Stuttgart eben die Leistungssportler unheimlich gut betreut. Es gibt nichts, was nicht lösbar ist hier. Lösen will Julia auch das Ticket für die Olympischen Spiele in London.